So, Schrein von Dibella. Ja, das ist anscheinend ihr Liebesbett. Schön mit Lederstreifen hier. Okay. Die Drallagonische Maid 1 und 2. Bilanzen. Gut, nichts so Interessantes. Wir werden jetzt hingehen und versuchen, zuerst mal Broly aufzutreiben. Vielleicht sogar in seinem Haus nach dem Zeichen zu suchen. Ich meine, das sollte ja nicht so schwer sein. Ich möchte diese Quest doch gerade mal auswählen, weil... Ja, es gibt viele Quests, die ich selber noch nicht gemacht habe. Die gehört dazu. Wir können nur alle drei gleichzeitig auswählen. Okay. Dann nur so. Irgendwas stimmt hier nicht. Journal. Ja, doch, ich lasse das ausgewählt. Okay, ich habe mich gewundert, weswegen mir die Quest angezeigt wird. Das ist hier von Hofkrieger, der scheint draußen zu sein. Dann sind noch Indarin hier und ja, Broly, zu dem wollte ich. Ich musste nur eben gucken, wo er sich auffällt. Er ist am Nordende von Riften. Hier müsste er irgendwo zu finden sein. Nee, da lang. Oder? Ja, das ist er. Ihr stammt auch nicht von hier, was? Hallo. Habt ihr die Kaufvereinbarung schon nach Markart gebracht? Helga hat euch ein Zeichen der Dibella gegeben. Ich will es. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr da redet. Ich würde niemals mit jemand anderem als meiner guten Frau Drifa schlafen. Gebt es mir und niemand muss davon erfahren. Das ist gut. Es war doch nur eine Nacht. Ich glaube, sie hat mir etwas in mein Getränk geschüttet. Ich war seither nicht einmal mehr in der Herberge. Nehmt das verdammte Ding einfach. Ich will es nie wiedersehen. Sehr gut. Ja, das war einfach. Und wir haben ein Level-Up erhalten. Das möchte ich auch direkt einlösen, denn wir können jetzt unsere Gesundheit noch ein bisschen pushen, da wir durch das Amulett eh Ausdauer dazu haben. Wir haben ein Talent zu verbessern und ich würde gerne, wenn dies noch möglich ist, dieses in Verzauberung reinhauen. Ja, das Schöne ist, Verzauberung können wir auch wieder pushen. Wir haben inzwischen Stufe 60 erreicht, also auf das vorletzte Level bringen. 80% Verbesserung. So, dann sprechen wir mal mit dem Herrn der Brauerei. Mal sehen, ob wir hier auch so einfach drauf reinreden können, dass wir ja auch das Zeichen der Dibella von ihm bekommen. Ach, halt die Klappe, du Tussi. Weiter nach unten. Da unten. Komm her, du. Du bist gar nichts. Ich will es. Ihr seid verrückt. Wie könnt ihr es wagen, solch eine Anschuldigung vorzubringen? Ja. Niemand muss davon erfahren. Wenn sich herumspricht, dass ich mit ihr im Bett war, hat in der Brauerei keiner mehr Respekt vor mir. Nehmt das Zeichen, wenn ihr es wollt. Es ist die Mühe sowieso nicht wert. Wir wollen uns gleich auch mal anschauen, was diese Zeichen überhaupt sind. Wie komme ich denn jetzt wieder nach oben, verdammt? Oh Mann. Ja, wir gehen hier raus zum Rift. Das wird auch klappen. Ich weiß nicht, wo genau wir jetzt im Dorf wieder rauskommen. Lass uns überraschen. Ich habe eine Ahnung, wo. Ich glaube, im Kanal von Rift, den habt ihr wahrscheinlich schon öfters gesehen, da bin ich noch nicht wirklich drauf eingegangen. Weil unten im Kanal auch viele andere Wohnungen sind, aber die wollte ich ja später durchgehen. Wenn ich drüber nachdenke, ist der Rift das äußere Gebiet von Riften. Ja, wir sind im äußeren Gebiet von Riften. Ist egal, wir müssen eh ins äußere Gebiet. Das heißt, wir sind nun außerhalb der Stadt, am Hafen. Aber da wir zu Hofkrieger, oder wie er hieß, müssen, ist das kein Problem. Hier sind auch die Stallungen. Vielleicht finde ich hier den einen Kerl wieder. Wart ihr bei Saphir erfolgreich? Ja, dich wollte ich haben. Ihr seid Saphir nichts mehr schuldig. Bei den Acht. Ihr habt sie tatsächlich dazu gebracht? Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich dachte, es würde niemanden in Rifton kümmern, was aus mir würde. Hier, das habe ich gespart, aber ihr sollt es bekommen. Ich dachte, ich würde es brauchen, falls Saphir hinter mir her wäre, aber... Ich brauche es nicht mehr. Zaubertrank der anhaltenden Unsichtbarkeit. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Ich habe gedacht, jetzt kommt ein Heiltrank oder eine Waffe. Aber das ist auch nicht schlecht. 40 Sekunden Unsichtbarkeit. So, wir haben eine Khajiit-Karawane hier. Bringt euer Geld, aber bringt keinen Ärger. Wir wollen handeln. Dromarasch. Wenn ihr gekommen seid, um unsere Ware zu begutachten, redet mit den anderen. Okay, ja, wir wollen keine Redekunst lernen. Sainabi. Die Luft
ist so klar. Kennen wir. Kario. Banditen belästigen die Karawane mit jedem Schritt. Aber Khajiit vertreiben sie normalerweise. Habt ihr Ärger mit dem Banditen? Vor ein paar Tagen geriet ich in einen Hinterhalt. Wirklich ein großes Ärgernis. Aber viele der Plünderer hatten flinke Finger. Einer von ihnen stahl mein Mondamulett, das mir meine Mutter gab, als ich noch klein war. Es ist das Einzige, das mich in diesem kalten Land an meine Heimat erinnert. Ich könnte euer Amulett zurückholen. Das ist ein freundliches Angebot. Wir glauben, dass die Banditen Teil einer Gruppe sind, die hier ihr Hauptquartier hat. Seid vorsichtig. Ich vermisse zwar mein Amulett, aber ein Leben lässt sich nicht so leicht ersetzen. Das finde ich verdammt sympathisch, dass er das gesagt hat. Mit welchen Bedrohungen muss die Karawane fertig werden? Himmelsrand ist voll von gefährlichen Bestien aller Art. Wölfe, Trolle, Mammuts und Riesen würden uns alle gerne verspeisen. Aber die Drachen sind am furchterregendsten. Glücklicherweise scheinen sie nicht entlang der Straße zu jagen. Bewacht ihr die Karawane? Ja, ich wurde angeheuert, die anderen zu beschützen, während wir auf den Straßen von Himmelsrand unterwegs sind. Es ist eine undankbare Aufgabe, und ich wäre viel lieber zu Hause in Elsweyr, aber ich habe keine Wahl. Akari befreite mich aus einem Gefängnis in Cyrodiil. Und nun stehe ich in seiner Schuld. Ich gebe euch einen Rat. Spielen und Trinken passen nicht zusammen. Gemeinsam leeren sie eure Taschen bis auf den letzten Septim. Okay, ein netter Ratschlag. Kommt mir irgendwie aus Fallout New Vegas bekannt vor. Wir sehen uns mal hier weiter um. Das scheint keine richtige Karawane zu sein, die wirklich umherreist, habe ich das Gefühl. Ich habe immer gedacht, es gibt nur eine Khajiit-Karawane, aber das waren keine der Personen der normalen Karawane, wenn ich das gerade so richtig beobachtet habe. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wie gesagt, ich glaube. Ich glaube auch, dass wir jetzt den Unterschlupf von... Ja, da ist er auch schon. Hallo, wer bist du überhaupt? Ihr seid wohl zu faul zum Gehen. Tja, dann seid ihr am richtigen Ort. Ich muss noch Pferde beschlagen, also beeilt euch. Es ist bestimmt gefährlich, außerhalb der Mauern zu leben. Ja, ich habe hier vor nichts Angst. Nur Schwächlinge verstecken sich hinter Mauern. Nein, ich bin kein Schwächling. Ich würde sogar wetten, dass ich die stärksten Arme in ganz Himmelsrand habe. Bestimmt irrt ihr euch. Oh, da habe ich wohl einen Herausforderer. Wie sieht's aus? Eine Wette unter Freunden. Mein gesamter Geldbeutel mit Septimen, dass ich euch im Faustkampf besiege. Wenn ihr einschlagt, kämpfen wir, bis einer von uns aufgibt. Na gut, ich halte mit. Prügelei anfangen. Ja, ich weiß nicht, wie viel sein gesamter Geldbeutel ist. Wir kämpfen anständig. Keine Waffen, keine Tricks und auch keine tollen Zaubersprüche. Los geht's. Wir prügeln uns jetzt nicht echt in dem Haus hier. Ihr hättet sehr gut. Ich glaube, ich hau mal richtig krass drauf. Ja, ich scheine definitiv stärkere Arme zu haben als er. Das ist ganz interessant. Wobei ich auch eine Rüstung trage. Das macht zwar keinen Effekt aus, so im Spiel, aber rein logisch gesehen habe ich halt schwerere Arme, die krasser draufkloppen. Ich hau mal wieder ein paar große drauf. Ja, komm näher, Kollege. So, ja, ich kämpfe doch, Lydia, halt die Klappe. Die fiebert echt mit, seit ich ihr das Amulett von Mara gezeigt habe. Ich glaube, die will sich gerade für mich anbieten. Kollege. 12 Septime auf den Großen. Das bin ich. Was ist los, Hofgrier? Wow. Ich glaube es nicht. Ihr hattet wohl recht. Wie verwundert er aussieht. Hoffentlich seid ihr nicht böse. Überhaupt nicht. Es ist schön, ab und zu mal an eurer Stelle zu stehen. Ich sollte wohl nicht so viel prahlen. Das wäre teuer. Sehr richtig. Ich habe leider nicht gesehen, wie viel das jetzt war. Freund für mich. Das bedeutet mir etwas.
Helga hat euch ein Zeichen der Libella gegeben. Ich will es. Was? Wovon redet ihr? Ich weiß nicht mal, was das ist. Gebt es mir und niemand muss es erfahren. Ihr verwechselt mich wohl mit jemand anderem. Schon gut, mein Fehler. Denkt nächstes Mal nach, bevor ihr sprecht. Das macht das Ganze jetzt komplizierter. Also es war ja klar, dass einer von denen sich da einmischen muss. Zeichen der Libella. 26% Chance zu stehlen. Scheiße. Ich pack mir mal seinen Trank. Macht der noch was aus? Nein. Ich werde ihn mal einschüchtern. Ihr seid wohl zu faul zum Gehen. Tja, was? Wovon redet ihr? Gebt es mir sonst. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich will in Rifthorn keinen schlechten Ruf bekommen, aber Helga ist außer Kontrolle. Sie wollte es in den Ställen versuchen, also habe ich zugestimmt. Wenn ihr es unbedingt wollt, dann nehmt es euch. Okay, hat ja doch noch geklappt. Ja, wie habt ihr den Namen Pferdebrecher erhalten? Habt ihr euch an einem Pferd vergangen? Den Namen werde ich schon seit Jahren nicht mehr los. Seit ich ein kleiner Junge war, ritt ich. Nichts hat mir mehr Spaß gemacht. Aber als ich größer wurde, wuchsen auch die Reittiere. Eines Tages war ich betrunkener als jemals zuvor und bin auf ein armes Fohlen gestiegen. Das brach ihm das Knick. Geritten bin ich seitdem nie wieder. Oh, das ist, ziemlich dreckig. Also gut. Ja, das tut mir für das Fohlen leid. Das ist echt richtig, richtig dreckig, wenn sowas passiert. Ich würde jetzt normalerweise sagen, ja, das ist einem Kollegen von mir auch schon passiert, aber ich kenne keinen Kollegen, dem das passiert ist. Sowas ist niemand, den ich kenne, passiert. Also da kann ich nicht aus Erfahrung sprechen. Ich kenne zwar inzwischen ein wertes, geschätztes Mitglied der Community, ihr hört das so oft von mir. Ich nenne mal keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob er will, dass ich sowas privat herausposaune oder nicht. Auf jeden Fall arbeitet der auf einer Ranch. Er wurde zwar mal vom Pferd getreten, aber einem Pferd das Genick gebrochen hat er noch nicht. Oder doch? Ich frage ihn nachher mal. Das interessiert mich jetzt, ob er schon mal auf einem Fohlen geritten ist und das zumindest danach über Rückenschmerzen geklagt hat. Aber dann gut, wir haben jetzt erstmal bessere, höhere, wichtigere Prioritäten. Zum Beispiel eine Hure bloßstellen. Hure, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Sie macht sie umsonst. Eine Nymphomanin? Ich glaube, so könnte man es eher ausdrücken, oder? Ich glaube, ich bin im falschen Stockwerk gelandet, kann das sein? Ja, Lydia ist natürlich im richtigen Stockwerk gelandet. Ist es euch gelungen, die Zeit? Ach, jetzt bin ich richtig. Es ist so dunkel hier, wenn ich kein Licht anhabe, deswegen verwirrt das ziemlich. Ich quicksave mal. Hallo, Helga! Sucht ihr etwas oder was ist los? Die gehören wohl euch! Was? Wie? Woher habt ihr die? Nein, sagt es mir nicht. Ich will es gar nicht wissen. Hört zu, das muss unter uns bleiben. Zwischen euch und mir, in Ordnung? Davon braucht sonst niemand zu wissen. Wenn es bekannt würde, dass ich in Rifthorn meine Künste der Libella praktiziere, würden sie mich aus der Stadt jagen. Hier, nehmt dies und kein Wort zu einer Menschenseele. Vor allem nicht zu Svana. Rolle des... Nee, das ist Müll. Echt. Ich weiß nicht... Wir reden mit Svana und Quicksave nochmal. Oh, seht euch nur die Farben an. Ich habe die Zeichen Helga gegeben. Ach, ich weiß. Ist es nicht wunderbar? Ich wette, sie hat sich gewunden wie ein Skewer, als ihr sie aus der Tasche gezogen habt. Ich glaube, von jetzt an werden die Dinge hier anders laufen und das verdanke ich euch. Hier, das möchte ich euch geben. Es gehörte meinem Vater, aber ihr werdet es sicher gut gebrauchen können. Ein Eisendildo. Dämmerhellen der großen Illusion. Super. Super, 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 super. Nicht. Wo ist er denn? Unter Helm. Ja, Illusionskosten. Bla bla bla. Schrott. So ein Mist. Was ich gern finden würde, wäre jetzt mal ein Schmied. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Ich wollte gerade sagen, deswegen, aber ich hab's vergessen. In diesem Moment habe ich es vergessen.
Honigseite, keine Ahnung, Übersetzung. Mit Namen, die übersetzt worden, ist das immer recht schwierig. Was war das nochmal? Der Pfifferling-Scheiß, da gehe ich nie wieder rein. Ein Schmied. Fällt es mir jetzt mal ganz schnell wieder ein. Ich wollte schmieden! Was tut euch heute zu Bademund? Eine Reparatur? Wollt ihr etwas kaufen? Ihr scheint ziemlich stolz auf eure Arbeit zu sein. Das Schmieden liegt mir seit Generationen im Blut. Den Erfolg verdanke ich meinen Vorfahren und ihrem Wissen über das Feuer. Das Geheimnis ist meine Schmiede. Sie funktioniert mit Feuersalzen. Seltsamen Mineralien, die so heiß brennen wie die Lava des Roten Bergs. Beeindruckend. Das war sie einmal. Leider steht die Schmiede vor dem Erlöschen und ich habe keine Feuersalze mehr. Wenn ich nicht bald etwas nachlege, erstirbt das Feuer. Ich besorge euch etwas davon. Wirklich? Danke. Toh. 10 Prisen Feuersalz dürften ausreichen, um die Schmiede wieder neu zu entfachen. Ich kann mir vorstellen, dass euch die aktuellen Ereignisse auf Trab halten. Die Leute sagen, dass ich Gold mit dem Leid anderer Menschen verdiene. Aber was sollte ich sonst tun? Schmieden ist alles, was ich kann. Und du machst es schon seit Generationen. Wenn das nächste Mal eins meiner Schilde einen Todesstoß ablenkt, werden sie einen anderen Ton anschlagen. Wo finde ich Feuersalze? Feuersalz müsstet ihr im Körper von Feueratronachen finden. Das sind gefährliche Wesen, die von Zauberern beschworen werden können. Es wäre natürlich einfacher, einen Alchemisten zu fragen. Sie verkaufen sie manchmal. Ja, ist auch kaum teuer. Ich würde es niemals wiederbekommen. Ihr wünscht zu tun, was ich tue. Sehr gut. Ja, wir wollen mal gucken, ob er uns ein bisschen... Er kann uns ein bisschen Schmiedekunst beibringen. Ich greife mal... zweimal in meine Tasche. Um uns ein bisschen hochzuboosten. Nein, ich habe aus Versehen nochmal drauf gedrückt. Und aus Versehen noch zweimal. Ich habe mir gedacht, jetzt kann ich ja die 60 voll machen. Denk daran, es müssen echte Feuersalze sein. Die Schmiede erkennt den Unterschied. Die Schmiede, also echte Feuersalze? Ich wusste gar nicht, dass es gefälschte gibt. Ich habe gerade ein Heidenvermögen ausgegeben, ich weiß. Alles nur, weil ich mich eh aus Versehen einmal verklickt hat und mir dann gedacht habe, na, scheiß drauf. Ja, ist jetzt wollt positiv, sehen, da wir unsere Sachen, sobald wir Level up haben, alle verbessern können, so wie wir wollen. Helme, so ziemlich alles, das ist schon mal was Gutes. Ich würde gerne, er hat Quecksilber. Ich brauche wahrscheinlich mehr Quecksilber. Ich würde gerne Lydia eine neue Rüstung schmieden. Und zwar besitzen wir inzwischen eine gravierte Nordrüstung und die Stiefel. Ich würde gerne einen gravierten Nordhelm. Die Schmiede erkennt den Unterschied. Nordhelm. Ein Bärenhelm. Und Nordpanzerhandschuhe schmieden. So, dafür brauchen wir 2 Quecksilberbarren, 2 Ebenerzbarren und ganz viel Stahl. Die Frage ist, hat er Ebenerz? Was Kollege, werft einen Blick darauf. 2x Ebenerz. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, das reicht noch nicht ganz, denn wir müssen die Schmieden, die Rüstung auch später verbessern. Warte, das machen wir anders. Objekte. Ich hätte gerne meine Schmiedesachen. Schmiedehalskette. Schmiedering. Hatte ich sowas? Ich glaube, ich hatte einen. Ich hatte Schmiedearmschienen hatte ich. So. Ein Schmiedering fehlt uns auch. Wieso haben wir keinen Schmiedering? Das verstört mich gerade richtig. Schmiede. Ne, uns fehlt noch jede Menge mit Schmiedekunst Plus. Naja. Machen wir es erstmal so. Nordhelm. Nordpanzerhandschuhe. Ich könnte jetzt theoretisch einfach noch eine Waffe schmieden. Aber das würde nicht mit meinem Plan übereinstimmen, ihre Rüstung auch zu verbessern. So, und ich werde natürlich erstmal, wenn man sich den Vergleich so anguckt, erstmal ihre Nordrüstung aufpäppeln. Eine epische Rüstung. Oh ja, eine sehr epische Rüstung. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir demnächst noch ein paar Barren auftreiben. Wir gucken uns deine Rüstung mal an. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Zeig mal deine Last. Erlesen. Ist immer noch schlechter, glaube ich.
erlesen, 85. Ich gebe mal die ganzen Nordsachen rüber. Gravierte Zeugladung. Ja, ihr Helm ist noch besser, glaube ich. 28, 22. Ich nehme mir die anderen Sachen einfach mal ab, damit es besser aussieht. Den Rest verkaufe ich. Geht ihr voran? Ein echt geiles Upgrade. Ich würde sagen, einfach nur just for fun. Nordschild, gibt es sowas? 4 Stahlbarren, 1 Quecksilberbarren. Den, ja. Wir brauchen eine andere Schmiede. Vorher können wir ihr kein Schild machen. Wir verkaufen auf jeden Fall mal die Sachen, die wir gerade ihr abgenommen haben. Klingen, Helme. Bla 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 bla. So, trage ich Klavius, weil? Ja, trage ich. Dann, Nachname, Stahlplattenzeugs kann weg. Gib mir einiges von meinem Gold wieder, danke sehr. Ja, Balimons Gold ist echt viel gerade. Wir haben ihm so viel Zeug verkauft. Ich würde sagen, wir müssen irgendwo in der Stadt ganz schnell Alchemie betreiben, damit wir ein paar Tränke rankriegen, die wir ihm verticken können. Er nimmt gar keine Tränke, fällt mir gerade ein. Der Geruch einer weißglühenden. Wie komme ich an mein Geld ran? Kann ich ihm irgendwas noch verticken? Eisenerz, Stahlbahn, bla bla bla. Nee, ich glaube, wir können ihn nicht ausnehmen. Schade, sehr schade. Wenn ich in der Feste vom Jahl einen Verzauberer finde, kann ich vielleicht ein bisschen Gold wieder rausreißen. Dazu brauche ich Seelensteine, die haben wir. Und ein paar simple Waffen, wie zum Beispiel Dolche, die habe ich. Das heißt, wir holen uns etwas von unserem Geld wieder. Müssen uns beeilen, damit das Geld nicht despawnt. Ich glaube, das kann passieren. Ich weiß nur nicht, ob es halt direkt passiert, wenn ich ein Gebäude betrete. Das wäre natürlich jetzt uncool. Gut, versuchen wir noch schnell etwas zu verzaubern. Es ist mal wieder so eine typische Reihe von Stadtfolgen. Wir sind jetzt die letzten zwei, das müsste jetzt die dritte Folge sein, 3 Folgen in der Stadt schon. Verzauberer? Danke. Hatten wir einen Termin? Nein. Ging es um eine Lieferung? Ich kann. Nein. Bitte verzeihen. Verkaufen. Hast du auch Zutaten? Nein, hast du nicht. Schade. Na gut, wir haben hier ein Alchemielabor und den Arcane-Verzauberer. Der ist mir gerade erstmal wichtig. So, nee, entzaubern können wir auch was. Dreimal Helden der großen und der geringen Illusion. Ich glaube, es bringt nur was mit einem von beiden. Jupp. Naja, haben wir die große Illusion entzaubert. Pelzschild des schwachen Blockens ebenfalls. Wir wollen den Effekt lernen. So, jetzt haben wir ein Elfendolch. Oh, scheiße. Ja, Elfendolch, sehr gut. Dann war, glaube ich, nein, das wollte ich gar nicht klicken. Feurige Seelenfalle war viel wert. Was war am meisten wert? Gesundheit absorbieren, meine ich. Dann wollen wir eine Gesundheit absorbieren Verzauberung draufhauen mit einem großen Seelenstein, oder? Ich hau mal einen mächtigen Seelenstein drauf, weil wir viel Geld wieder haben wollen. So, die anderen mache ich dann mit normalen Sachen. Stahldolch ist in Ordnung. Gesundheit absorbieren mit einem Seelenstein, einem gewöhnlichen Seelenstein. So, Gegenstand. Stahldolch, Verzauberung. Gesundheit absorbieren. Seelenstein gewöhnlich. Vielen Dank. Oh, wir holen uns gleich einiges von unserem Gold wieder. Das freut mich gerade so. Ich hasse es ja, Gold zu verlieren in dem Spiel. Gegenstand verzaubern. Ja, bitte. So, jetzt haben wir noch ein paar Eisendolche. Seelenstein klein. Reicht. Ist auch gut. Stahldolch. Gesundheit absorbieren. Klein. Jupp, bitte. Und einen Eisendolch habe ich noch im Angebot. Gesundheit absorbieren. Kleiner Seelenstein. So, jetzt drückt mir die Daumen, dass unser verkackter Schmied hier im Dorf noch meine wertvollen Goldmünzen hat. Ansonsten hätten wir ziemlich Probleme, diese ganzen Dolche wieder abzustoßen. Ich meine, die sind leicht, wir können die gut durch die Gegend tragen und sie sind halt bei jedem Schmied verkaufbar. Aber trotzdem, desto weniger laufen, desto besser. Schaffe ich das? Naja. Fast. Ja, das ist jetzt der Kanalweg, von dem ich später mehr zeigen möchte. Erstmal oberhalb der Stadt. Alles Wichtige erledigen. Schmied!
Was führt euch heute? Miet. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Er hat mein Gold nicht mehr. So ein Penner. War klar, dass es direkt für Koks und Nutten ausgibt. Ja, dann wohl erstmal die Dolche, die eh nicht so viel wert sind. Also kein Problem. Wir hätten ja nicht so viel rausgekommen. Na gut. Wir haben einiges von unserem Gold wieder. Das ist die Hauptsache gerade. Hauptsache, unsere alten Sachen hat er noch. Was war das denn? Ach, eine Dwemer-Rüstung. So, dafür, dass du jetzt mein Geld ausgegeben hast, hast du aber keine neuen Erzwachen. Das finde ich echt dreist von dir. Denk daran, es müssen echte Feuersalze sein. Und wer hätte bitte Puzzle? Kotzt der Typ mich an. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal nach Weißlaub per Schnellreise. Ich möchte auch da noch ein bisschen Handel betreiben. Harald. Wir reden später mit Harald. Ja, ich möchte, wie gesagt, noch ein bisschen Handel da betreiben. Einmal eine Handelsroute komplett durchmachen, damit demnächst, also in nächster Zeit wirklich, kein Handel mehr nötig ist. Denn diese Handelsfolgen in Verbindung mit Stadtfolgen sind für die Leute, die einfach nur bam, 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 Draufhauerfolgen sehen wollen, nicht so interessant. Deswegen versuche ich da eine gewisse Balance reinzubringen. Das heißt, soweit es mir möglich ist. So, bevor du reingehst. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse können wir vergessen. Okay, das heißt, wir gehen jetzt erstmal da rein. Unser Briesenheim. Dort gönnen wir uns eine Mütze Schlaf, bis wieder Tag ist. Ich genieße das gerade so, dass es nicht so ist wie in Fallout New Vegas Hardcore-Modus, dass ich halt, wenn ich warte, danach erstmal essen muss. Das wäre so nervig in dem Spiel. Ich meine, es gibt eine Menge Primary Needs Mods. Ich habe einen Schluck auf abgewehrt. Das war knapp. Ich habe in letzter Zeit öfter Schluck auf. Das ist total nervig. Auch nur, wenn ich am Aufnehmen bin. Wahrscheinlich, weil ich dann so viel quatsche und ich sonst nicht so viel quatsche. Normalerweise im Dienstweg, ich bin halt auch mehr Richtung Zuhörer und quatsche dann dazwischen und all sowas. Was? Apropos Teamspeak, eine weitere Werbung unten im Videobeschreibungsdingsi. Ihr wisst schon, dass wir so aufklappen könnt. Da steht unsere Teamspeak-IP. Ihr könnt ja mal vorbeischauen. Ich sage du nicht, hast gar nichts. Halt die Klappe, gib mir mein die Zeug. Waffen und Rüstungen. Quecksilberbarren. 5 Stück an der Zahl ist genau wie viel ich, so viel ich brauche, glaube ich sogar. Stahl hast du aber nicht. Ist das dein Ernst? Muss ich jetzt wegen dir noch zum anderen Schmied? Schauen, falls sie etwas braucht. Gib mir einmal bitte nordisches Zeug. Uns fehlen Stahlbarren. In der Tat fehlen uns Stahlbarren. Das ist so ungewohnt, Lydia jetzt zu sehen. Die sieht fast aus wie ein Kerl, so bepackt mit Rüstung, wie sie ist. Wollen wir mal da hochrennen? Ist eh eine Dreistigkeit, dass Lydia epische Rüstung hat. Und ich nicht. Ich muss warten, bis ich mein nächstes Level ab habe. Das dauert gar nicht mehr lange. Holy shit. Und dann kann ich meine Sachen auch endlich wieder verbessern. Alles auf aktuelle Werte bringen. Dadurch, dass ich dann halt verzauberte Sachen neu schmieden, schleifen, härten kann. Hallo. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. Ja. Wenn du eine Menge Stahl zu schmieden hast, ist es sogar... Ich habe den falschen Dialog angeklickt. Aber wenn du eine Menge Stahl zu schmieden hast, ist es genau das, was ich brauche. Vielen Dank. Ja, reichen. So, jetzt muss ich aber trotzdem wieder zurück. Sieht so komisch aus, das Wasser, finde ich. Ich weiß auch weswegen, weil sich das Wasser null bewegt. Das ist echt uncool. Also, das hätten sie besser machen können, finde ich. Das ist Kleinigkeit, was ich gerade bemängel, aber... Sowas hier ist einfach viel schöner. Ich meine, es ist klar, dass das Wasser einigermaßen still stehen würde. Aber so still, wie das da steht, das geht gar nicht. Das geht einfach überhaupt nicht. Ich würde jetzt gerne einen Drachenschrei benutzen für die letzten paar Meter. Aber nein, innerhalb von Städten haben wir Drachenschreien verboten, weil die Leute alles feige Scheiße sind. Ja, gut. Schmiedekunst. Oh, die ist sogar noch drin. Schmiedekunst. Oh, die sind sogar noch drin. Nord. Nordschild. Danke. Lydia, zieh dich aus, kleine Maus, mach dich nackig. Dinge zum Tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ich muss hier bald eh mal wieder Sachen abnehmen. Dann mal los. Wieso waren das nur 3 Sachen? Wieso gibst du mir deine Armschienen nicht? Ich habe geschworen, eure Last zu tragen.
Wieso gibst du mir meine Armschienen nicht? Ich pack das gerade nicht. Wieso gibt sie mir meine Armschienen nicht? Gib mir auch mal mein... Nein, das brauche ich nicht. Sie will ihren Schild nicht hergeben. Also doch schon. Was ich mich auch gerade wundere, sie hat einen Elfenschild und benutzt sie nicht. Lydia ist gerade komisch, weil sie mir meine Handschuhe nicht geben will. Das heißt, ich kann sie nicht verbessern und im Endeffekt wären die alten Handschuhe besser gewesen. Das kackt mich gerade ein wenig an. Mach Platz! Danke. Gravierte Nordstiefel. Episch. Gravierter Nordhelm. Episch. Nordschild. Episch. So. Tank. Nimm. Blackhand gibt dir das Geschenk der Reichen. Der Überreichen. Geht ihr voran? Ich kann sie nicht mehr ernst nehmen. Sie hat so einen großen Kopf auf einmal. Sorry, Lydia, aber so sieht's aus. Halt die Klappe.